Yoga. Wann merkt man was? Willst du vielleicht mit Yoga beginnen und du willst wissen, wann merkt man was? Ja, da gibt es verschiedene Überlegungen. Zunächst einmal, schon wenn du in die Yogastunde reingehst, merkst du etwas. Wenn du dich auf den Rücken legst und entspannst, dann merkst du vielleicht, wo vielleicht noch Verspannungen sind. Wenn du auf dem Rücken liegst und versuchst gleichmäßig mit dem Bauch zu atmen, merkst du vielleicht, dass es gar nicht so einfach ist. Wenn du dann scheinbar einfache Übungen machst, stellst du fest, so leicht sind sie nicht. So kannst du sagen, ganz zu Anfang, merkst du beim Yoga, was vielleicht nicht ganz so einfach ist. Yoga sind ja grundsätzlich einfache Übungen, aber sie mit großer Bewusstheit zu machen, ist wiederum dann nicht so einfach. Und das merkst du ziemlich am Anfang. Dann, wenn du die Tiefenentspannung machst, wirst du vielleicht auch zum Schluss merken, dass dort auch wieder einiges angespannt ist. Und du merkst vielleicht auch, dass einige Gedanken des Tages immer noch kommen und du merkst vielleicht auch eine gewisse Müdigkeit. Aber, und das ist dann das Faszinierende, am Ende der ersten Yogastunde spürst du irgendwo ein wohliges Gefühl von Entspannung. Und wenn du nach Hause gehst, hast du eine bessere Laune und der nächste Tag wird besser verlaufen. Also Entspannung und bessere Laune, das merkst du typischerweise schon relativ zügig nach der Yogastunde. Yoga, wann merkt man was bezüglich körperlicher Leistungsfähigkeit? Natürlich, wenn du körperliche Leistungsfähigkeit trainieren willst, das dauert etwas länger. Das Interessante ist allerdings, ich wohne ja in einem Yoga-Ashram, wo Menschen auch zu Yoga-Ferien kommen. Schon nach 5 Tagen merken Menschen, dass ihre Rückenmuskeln stärker geworden sind, dass ihre Oberschenkelmuskeln stärker geworden sind, dass ihre Armmuskeln stärker geworden sind. Sie merken, dass ihr Gleichgewicht besser geworden ist, ihre Flexibilität besser geworden ist. Angenommen, du übst also in einer der entspannten Atmosphäre eines Ashrams jeden Tag. Dort merkst du schon nach einer Woche, dass dein Körper erheblich leistungsfähiger geworden ist als vorher. Ansonsten, wenn du einmal die Woche übst und vielleicht zu Hause ein paar Minuten Yoga-Übungen machst, wie es dein Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin empfiehlt, wirst du etwa nach einem Monat merken, dass die Rückenmuskeln gestärkt sind, dass es dir leichter fällt, bestimmte Stehübungen zu machen und dass du spürbar flexibler bist. Also sei etwas geduldig, gib deinem Körper einen Monat und du wirst merken, vieles geht nach einem Monat schon sehr viel besser. Yoga, wann merkt man was bezüglich des Energielevels? Wenn du Yoga übst, wirst du merken, Schritt für Schritt geht es mit deiner Energie aufwärts. Und man kann sagen, nach einem Monat sollte der Effekt spürbar sein, nach einem Vierteljahr ist er sehr markant. Also innerhalb von einem Monat bis 3 Monaten wirst du merken, dass du auch am Tag mehr Energie hast, vielleicht sogar etwas jünger aussieht, was siehst, was natürlich dann gilt, wenn du über 50 bist. Du merkst, dass irgendwo du dich lebendiger anfühlst. Und du merkst auch, dass du gelassener wirst. Und du merkst auch, dass du irgendwo mehr in dir selbst ruhst und dir weniger aus der Meinung anderer machst. All das geschieht schon innerhalb von 1 bis 3 Monaten. Übst du selbst Yoga? Dann schreib doch selbst, was du wann gemerkt hast. Und wenn du überlegst, Yoga zu machen, mein Tipp ist, probier es doch aus. In Yoga-Zentren gibt es typischerweise eine kostenlose Probestunde oder auf unseren Internetseiten findest du auch Yoga-Anfänger-Videos, mit denen du ausprobieren kannst. Du wirst gleich etwas merken. Und was? Das kannst du ja anschließend schreiben, was du gemerkt hast. Die Internetvideos, wie auch Adressen von Yoga-Zentren und Yoga-Lehrerinnen und Lehrern, findest du auf www.yoga-vidya.de.